Einen wunderschönen guten Morgen hier aus meiner Heimat, Rostock-Lage Flughafen. Wir beginnen einen neuen Vlog. Wir sind wieder 5 Tage unterwegs. Erste Station, wie gesagt, Lage. Und wir fliegen jetzt nach Palma de Mallorca. Hier drehen noch ein paar Eurofighter die Runden. Und wir fliegen jetzt in 20 Minuten nach Palma. Also, los geht's. Wunderschönen guten Abend. Wir haben es mittlerweile 18 Uhr. Wir sind jetzt in Bern in der Schweiz angekommen. Ja, die Hauptstadt glänzt. Wir haben 24 Grad und ich gehe diesmal in die Innenstadt. Leipzig los und dann nach Rostock-Lage geflogen, haben 5 Passagiere abgeholt, haben die erfolgreich in Malle abgesetzt und sind dann leer nach Bern. Morgen fliegen wir dann nach Ibiza, aber das hat noch ein bisschen Zeit und wir gucken uns jetzt erstmal nochmal die Stadt an. Was kann man sich hier in Bern angucken? Wir finden es raus. Kurzen Reisetipp für euch. Wenn ihr viel zu viel Geld habt und es auf sehr schnelle Art und Weise loswerden wollt, dann kommt nach Bern. Perfekte Gelegenheit. So sieht ein Hotelzimmer in der Schweiz aus für 300 Euro die Nacht. Wie ihr seht, kein Platz für den Koffer, aber der steht jetzt in der Dusche. Also. Ja, dann starte ich doch einfach mal den Vlog hier aus dem Bett. Ja, Freitag. Freitag, der 15. Juni. Und für uns geht es heute erstmal mit Passagieren vollbeladen nach Ibiza. Danach setzen wir über nach Köln, leer, und fliegen dann nach Graz, nach Österreich. Und da gucken wir mal, ob der Hund irgendwo zu sehen ist. Wenn wir den nicht finden, naja, mal gucken. Auf jeden Fall ist es noch 8 Uhr morgens. Wir haben also noch sehr, sehr viel Zeit. Unser Flug geht um 8. Ich schneide jetzt erstmal noch ein bisschen an dem Vlog. Beim Frühstück war ich heute schon. Und lad mir dann die Flugpläne runter, mache ein bisschen Flugvorbereitung und dann geht es auch schon los. Das Wetter hier, naja, es regnet so ein bisschen, dasselbe auch in Köln und in Graz. Aber dafür Ibiza für die 45 Minuten, wo wir da sind. Perfektes Wetter, Sonnenschein und ja, ich schneide jetzt noch kurz den Vlog zu Ende und dann geht's los. I've been flying from town to town.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So, wir sind jetzt in Köln. Wir waren kurz auf Ibiza, haben dort halt nachgetankt, Passagiere entladen und sind wieder zurück. Wir haben leider durch das Ganze eine halbe Stunde verloren. Der Wind war etwas stärker als geplant, aber das ist kein Problem. Jetzt warten wir hier auf unsere Freigabe zum Starten, so gesagt. Wir haben einen Slot in 10 Minuten. Mal gucken und dann geht's ab. Also bis gleich. Wir sind heute den ganzen Tag in Graz, das heißt, lasst uns mal die Stadt erkunden. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Graz, in der Steiermark in Österreich. Und ja, gestern sind wir noch erfolgreich gelandet, haben noch mit unseren Gästen etwas gequatscht und dann sind wir auch ins Hotel. Ja, dann bin ich halt nochmal raus, weil Deutschland gespielt hat, zum Glück 5-1 gewonnen gegen die Schotten. Hab noch ein Bier getrunken und bin dann halt auch ins Bett, war ja doch ein längerer Tag. Wir haben gestern insgesamt 8 Stunden im Cockpit verbracht und da muss man sich halt abends nochmal die Beine vertreten und ja, auf jeden Fall. Heute Morgen sind wir dann raus und ihr seht schon im Hintergrund, gehen wir zum Schlossberg. Und weil wir natürlich nicht faul sind, gehen wir die Treppen hoch und nehmen nicht die Seilbahn. So, da laufen wir jetzt hoch. Bis da oben. Sonst wäre ich verrückt. Natürlich nehmen wir die Bahn nach oben. Okay, also hoch geht's mit dem Lift und runter anscheinend mit der Rutsche. Ich bin mal gespannt. Man muss echt zugeben, dass Graz eine wunderschöne Stadt ist. Also es ist sehr sauber, sehr aufgeräumt. Ja, jetzt scheint auch die Sonne. Ich habe zwar keine kurzen Hosen gepackt, weil im Wetterbericht stand Regen, aber naja. Auf jeden Fall kostet der Eintritt hier zu dem Schlossbergmuseum 5 Euro und die Fahrschulfahrt hat 2,20 Euro gekostet. Dann bist du bei 7 Euro. Hin und zurück sind 10 Euro. Also preislich ist das auch in Ordnung und ist sehr zu empfehlen. Also die Aussicht über Graz ist sehr schön. Wir haben uns halt auch sagen lassen, dass
Graz im Zweiten Weltkrieg fast gar nicht berührt wurde. Also nur der Bahnhof wurde angegriffen und der Flughafen, weil das militärische Stützpunkte waren. Aber die Altstadt ist noch erhalten. Es hat alles so einen italienischen Flair, sieht sehr klein und niedlich aus, also ist sehr zu empfehlen. Unser Taxifahrer gestern hat auch gesagt, dass Graz eine Auszeichnung bekommen hat, City of Design. Und irgendwie beinhaltet das halt auch, dass die Menschen, die in Graz wohnen, über 150 Sprachen sprechen. Und das ist halt echt schon beeindruckend. Die Stadt ist auch sehr jung von der Bevölkerung her, weil hier sehr, sehr viele Studenten wohnen. Also ist eigentlich perfekt. Wenn ihr so in meinem Alter seid, hier Urlaub zu machen, werdet ihr auf jeden Fall viele gleichgesinnte, gleich ältrige Leute finden. Sehr zu empfehlen. Mittagessen. Ja? Nee, noch nicht. Aber wir gehen jetzt. So, Mittag gegessen habe ich. Freigeist, sehr zu empfehlen. Hier, also wenn ihr mal in Graz seid, könnt ihr da gerne mal vorbeikommen. Sehr schöne Burger. Und die Pommes waren auch super. Für uns gibt es morgen nach Köln, von Köln nochmal nach Palma und dann wieder zurück nach Leipzig. Alles so kurze Strecken, kurzer Aufenthalt in Köln. Wir bleiben da auch nur am Flughafen im Hotel. Und also nichts Großartiges mehr zu zeigen. Vielen Dank, dass ihr den Vlog geguckt habt. Hört gerne nochmal bei meinem Podcast rein. Rollfeld Stories, überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.